Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession und, weil das eine andere Berechnung ist, natürlich auch andere Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Amiria, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. So war der Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Es ist einzigartig, das ist dein Seelenplan. Und daran ändert sich nichts. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Dein Aszendent und der Zwillinge hier befand damals unserem Planet Erde. Hier manifestiert sich etwas, das kannst du stärken. Da hast du hier eine Lernaufgabe. Dann ist wichtig, die zweiten Lebensbereich zu deinem Selbstwertgefühl, zu deinen Werten stehen, wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen und um die Finanzen kümmern. Bildung, Austausch von Informationen und auch die Prüfungen des Lebens zu bewältigen, ist auch ein wichtiger Lebensbereich. Dann Stabilität, Sicherheit, ein Halt bekommen im Leben, ein Zuhause, wo du das Gefühl hast, na endlich, hier bin ich angekommen, das ist auch wichtig. Dann die Kinder, die schöpferische Kraft. Wichtig ist auch die Arbeit und deine Gesundheit, Partnerschaft und Reisen, Auslandskontakte, Spiritualität und einen karmischen Weg hast du vor dir und das ist deine Wünsche, Leben und Freundschaften, Bekanntschaften stabilisieren, aber auch überprüfen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was sich aber ändert, das bist du. Und du machst deine Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahre bewegen wir uns in einen anderen Boden. Und andere Eindrücke hast du, andere Themen sind wichtig. Zurzeit bewegst du dich hier im Steinbock-Energie. Also Steinbock prägt in den kommenden Jahren in dein Leben. Vielleicht ist es nicht so einfach gerade. Und du musst auch die Hindernisse auf dem Weg räumen. Wichtig ist auch, dass du Ziele hast, dass du das nicht aufgibst und zeigst Geduld und Ausdauer. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern auch Sonne, Mond und Planeten auch. Bei Sonnenbewegung ist es anderes, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und diese Bewegung nennt man Transit und löst etwas aus im Horoskop. August 2019. Uranus befindet sich im Widder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und das erlebst du hier. Erstens wird die Widderenergie, dass du Kraft und Mut zeigen sollst für einen Neuanfang. Außerdem ändert sich etwas im Freundeskreis, Bekanntenkreis
und deine Einstellung zu deinen Wünschen und Hoffnungen. Ich nehme jetzt die Mondknoten hier raus, weil ich brauche die Karte hier auch, weil die bewegen sich auch und ich habe die Karte nur einmal. Uranus ist hier im Widder. Also hier erlebst du Veränderungen. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet. Merkur bewegt sich Anfang August noch in Zwillingen, dann übergeht im Krebs. Merkur bewegt sich auch relativ schnell. Und es sind Handlungen, Gespräche und das erlebst du hier persönlich, persönlichen Gesprächen oder anderen hören zu, was du meinst, dann übergeht im Krebs und dann kann Gespräche handeln über Finanzen oder Terminen, was mit Geld zu tun hat, wie zum Beispiel Termin in Bank oder Vertrag unterschreiben. Möglich ist auch, dass du Geld ausgibst für schöne Bücher oder für Schulungen. Rahu bewegt sich auch in Zwillingen ganzes Jahr und 2020 auch noch. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten und zeigt karmischen Weg. Das ist nicht das, was in dein Geburtshoroskop war, aber hier machst du zurzeit Lebenserfahrungen und das hat mit deinem Karma was zu tun, aber auch mit deiner Persönlichkeit was zu tun und mit dieser Erde-Energie hier manifestiert sich etwas. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Sonne übergeht dann im Löwe, aber Anfang des Monats ist noch im Krebs und zeigt Monatsthemen und das heißt Werte, dein Selbstwertgefühl zum Beispiel oder Besitz, wertvolle Dinge im Besitz zu nehmen. Aber das ist nicht immer materielle Dinge, sondern Ideenreichtum oder wertvolle Freundschaften. Und natürlich dein Selbstwertgefühl stärken. Mars und Venus ist auch hier. Und das ist natürlich die beiden Liebesplaneten. Das ist möglich, dass du es erlebst im Liebepartnerschaft. Aber hier handelt es sich auch um Geld und es ist möglich, dass du zu schnell Geld ausgibst für schöne Dinge. Also auf jeden Fall ist diese Neigung da. Mars und Venus bedeutet im Geburtshoroskop Venus die weibliche Energie bei uns Frauen, unserer eigenen Weiblichkeit. Und Mars ist der Mann, der Partner. Bei diesem Transitbewegung kann aber eine andere Frau sein oder ein Mann, wie zum Beispiel ein Beamter oder ein guter Nachbar, einer von Verwandten, ein guter Freund. Also das muss nicht unbedingt der Partner sein. Jupiter befindet sich im Skorpion. Und das heißt, jetzt hast du Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas verbessern, vergrößern. Saturn, Pluto und Ketu ist im Schütze. Ketu ist die absteigende Mondknoten und aktiviert hier karmische Themen. Und das hat mit der Vergangenheit was zu tun. Diese absteigende Mondknoten bleibt ganzes Jahr im Schütze und 2020 auch noch im Schütze und aktiviert bei dir Lebensbereich Liebe, Partnerschaft, karmische Erinnerungen oder kehrt jemand zurück und du kennst ihn von früheren Leben. Pluto und Saturn ist auch hier im Schütze, weil Pluto Energie ist wichtig, auf den Wesentlichen konzentrieren und Saturn bringt das alles in Form und belehrt uns auch. Neptun lässt unsere Träume leben, zeigt die Kreativität
Aber wir sollen das auch glauben. Und genau diese Reise machst du gerade. Natürlich kann das bedeuten Ausland oder Auslandskontakte, aber das ist auch gerade deine innere Reise. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur sind alle im Löwe. Aktiviert bei dir das Schule des Lebens, dass du dich behaupten kannst, dass du das lernst. Oder bedeutet Schulungen, Austausch von Informationen, Kontakte mit Nachbarn, Verwandten. All das kann hier diese ganze Energie bei dir aktivieren. Und bei Löwe-Energie ist wichtig zu deinem Selbststehen, deiner Selbstdarstellung, dass diese Menschen dich auch wirklich wahrnehmen. 19. September wird Saturn direktläufig. Bis dahin ist rückläufig. Das bremst gerade Themen, was wir verändern möchten, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen. Kann auch bedeuten, dass diese Entscheidung der andere treffen muss. Aber ändert sich die Richtung ab 19. September und läuft alles ganz gut, also geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir. Bei dir im Skorpion ist das entweder der Gesundheitszustand, dass du verlierst den inneren Gleichgewicht oder die Arbeit, wo du diese Spannung verspürst. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier. Vollmond beleuchtet etwas, zeigt den Weg. Und da sollen wir unsere Augen öffnen, weil das wichtig ist. Bei dir ist entweder Ausland oder eine Reise oder Besuch von Ausland oder dein Glaubensrichtungen oder Spiritualität. 22. September ist Halbmond im Stier. Halbmond ist Spannung, Nervosität. Kann bedeuten, dass die Umfeld so reagiert. Und mit diesem Stierenergie ist wichtig, dass du die Ruhe bewahren kannst. Und im 12. Lebensbereich bedeutet Rückzug. 28. September ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Und das heißt auch, dass hier Kontakte mit Verwandten, Nachbarn, dass du von diesem Kontakt dich raushalten sollst. Oder wenn du dich behaupten musst gegen Konkurrenten oder Rivalinnen, hast du mehr Vorteile, wenn du passiv bist, zurückhaltend. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten, das kann auch Thema Liebe, Partnerschaft sein. Hier hast du die Jungfrau-Energie, kommt etwas in Ordnung oder in Heilung, aber diese Energie wirkt auch auf deine Wohnsituation. Bei Mars-Energie kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt, oder bist du zurückhaltend, bleibst du zu Hause, weil in Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass du Besuch bekommst, eine männliche Person. Venus-Energie kann auch Besuch sein von einer Frau, aber möglich ist auch, dass du verschönerst etwas zu Hause. Merkur ist im Waage. Merkur herrscht über den Zeit Kindheit und Jugend und gerade hier im 5. Lebensbereich, hier handelt es sich auch um Kinder, entweder Erinnerungen oder hast du Kontakt zum Kindern.
5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond bedeutet Spannung. Und das erlebst du in Liebepartnerschaft. Das kann auch deine innere Unsicherheit sein. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Genau dahin schauen. Deine Berufung, deine Ziele. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Das ist Spannung, Nervosität. Entweder bist du unsicher oder in deiner vertrauten Umgebung, was dich persönlich trifft, versucht jemand, dich aus der Ruhe zu bringen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Rückzug, Nachdenklichkeit über die Wohnsituation. Oder das gibt dir die Fundament, die Basis, dass du zur Ruhe kommst. November 2019. Mars bleibt noch im Jungfrau. Das kann bedeuten eine Reparatur zu Hause oder dass du dich einsetzen musst. Und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Oder bekommst Besuch von einer männlichen Person. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Liebe, Partnerschaft, Harmonie. Und Venus, Merkur ist in Skorpion. Das kann Gesprächen, Terminen oder ein Vertrag bedeuten, entweder Richtung Kreativität, das ist Venus-Energie, oder mit einer Frau, das betrifft deinen Alltag oder deine Arbeit. Möglich ist auch, dass hier um Gesundheit handelt und du machst Termin bei dem Frauenarzt aus. Rückläufigkeit. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas wird gebremst. Geht nichts voran, mindestens haben wir das Gefühl. Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit. Alte Themen kommen wieder oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Die Termine werden verschoben, geht nichts voran, was die Gespräche betrifft. Oder du bekommst eine Nachricht und diese Person kennst du von früher. Ab 21. November wird dann Merkur direktläufig, ändert die Richtung, geht alles voran. Ab 28. November wird Neptun direktläufig, bis dahin ist noch rückläufig. Und das heißt, die Kreativität entfalten, unsere Träume leben. Diese Rückläufigkeit bremst es, aber ab 28. November kann man das wirklich erleben, verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, hier. Und das bedeutet Spannung, wenn das um Loslassen geht. Das ist die Neigung, etwas versuchen festzuhalten. Oder manchmal sind es Glaubenssätze, wo du es nicht verändern möchtest. Also möglich ist auch eine sture Haltung. 12. November ist Vollmond im Widder. Dieser Bereich wird beleuchtet und das sollte man genau hinschauen. Das ist Neuanfang oder deine Kraft, dein Mut zu zeigen, etwas Neues wagen und auch Bewusstsein über deine Hoffnungen und Wünsche, eventuell überprüfen deinen Freundeskreis. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung im Bereich Werte und Finanzen, da würde ich auch nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Kinder oder Kindheit oder über deine Lebensfreude, deine schöpferische Kraft. Was möchtest du gestalten? Wie soll das ausschauen? Wie kommst du zum Leichtigkeit? Dezember, Mars und Merkur ist im Waage.
Das kann Gesprächen sein mit einer männlichen Person, das kann auch ein Kind sein, gerade in diesem Lebensbereich. Oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dich und zeigt diese jugendliche Frische, macht eine gewisse Leichtigkeit in dein Leben und entweckt deine Lebensfreude. Oder handelt sich um Gespräche über die Kinder, über die Kindheit. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist die Wandlung, die Transformation, die Gefühle und die Arbeit, eventuell Gesundheit. Und Jupiter und Venus ist im Schütze. Jupiter gibt die Chancen, Möglichkeiten, Venus ist die Liebesenergie, bringt aber auch Glück und das erlebst du entweder auf Reisen, Sport, Bewegung oder in die Liebe, Partnerschaft. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt in die Arbeit oder musst du dich durchsetzen. Möglich ist auch, dass eine männliche Person hat da einen Einfluss. Kontakte im beruflichen Umfeld, das kann auch sein Beruf sein. Venus ist im Steinbock. Das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, dass du von vielen loslassen kannst, wie zum Beispiel Angst, Verlustangst oder Zweifel. Dann bewusst zu sein, deinen weiblichen Energie, hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Wenn das um ämtliche Themen handelt und das hängt zusammen mit Finanzen, entweder Erbschaft, oder Banken, Versicherungen, Finanzamt, dann ist es möglich, dass du hier Termin hast mit einer weiblichen Person oder Verhandlungen oder Venus bringt dir da Glück. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist entweder Reise, Sport, Bewegung, kann auch innere Reise sein, Glaubensrichtungen, Spiritualität, Zielsetzung oder Thema Liebe, Partnerschaft. Oder beides ist auch wichtig. Februar. Mars bleibt im Skorpion, Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Ziele setzen, das nicht aus dem Auge verlieren, Ausdauer und Geduld haben. Kommt dazu die achten Lebensbereich von viele Dinge loslassen, verabschieden, was aus dem Weg liegt. Also das heißt auch befreit zu sein von all diesen Dingen, was dich belastet. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Das kann bedeuten Gespräche über eine Reise und das ist schön und angenehm. Oder Gespräche mit einer Frau über eine Reise oder dass diese Frau kommt von Ausland, kann auch Fremdsprache sein oder Richtung Spiritualität. März 2020. Saturn und Pluto verlässt
die Schütze und übergeht im Steinbock. Und das bedeutet, es beginnt einen anderen Lebensbereich zum Wirken. Das hat mit Ämtern was zu tun, das hat mit Erbschaft was zu tun oder es ist die Wandlung. Wandlung von allen Verabschieden, Trennen, Loslassen, was dich belastet. Glaubensmuster oder Gefühlen wie Angst oder Kontakte, Gewohnheiten oder ein Gegenstand, was dich immer stört, mal davon verabschieden. All das kann hier das auslösen. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Reisen, Auslandskontakte oder Spiritualität. Und da kommen die Gespräche und Kontakte. Das löst die Merkur-Energie aus. Mars ist im Schütze. Es kommt eine männliche Person auf dich zu und wirkt auf dein Liebesleben. Und Venus ist schon in Widder. Das kann auch deine Hoffnung sein, Hoffnung an die Liebe, Partnerschaft oder Freundschaften mit einer oder mehreren Frauen. Kann auch eine Gruppe sein. April 2020. Venus ist im Stier. Und das kann bedeuten, dass du zurückhaltend bist oder dass eine Frau erzählt die Geheimnisse und du erfährst das. Das kann auch ein Liebesgeheimnis sein. Die 12. Lebensbereich bedeutet aber auch geheime Feinde. Das mal durchschauen und das kann auch eine Frau sein. Also ein bisschen vorsichtig. Mars befindet sich im Steinbock. Und das bedeutet, du hast Ziele und du sollst deine Kraft dafür einsetzen. Oder dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Das kann Erbschaft sein oder Termin bei Finanzamt, Versicherungen, Banken. Sonne und Merkur ist in Fischen und das bedeutet, achte auf deine Gefühle, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Die Richtung ist deine Ziele, deine Berufung, Anerkennung und Öffentlichkeit. Mai 2020. Sonne und Merkur ist immer wieder. Hier lernst du etwas, deine Wünsche, Hoffnungen nicht aufgeben. Wichtig sind auch noch die Freundschaften und hier hast du Kontakte, Gespräche. Eventuell unterschreibst einen Vertrag in einer Gruppe oder Verein, wie zum Beispiel ein Sportverein, ist auch möglich. Venus ist in Zwillingen, das heißt, du bist als Frau wahrgenommen oder änderst du etwas in dein Aussehen, andere Kleider oder einen anderen Haarschnitt. Und Mars ist noch im Steinbock und das heißt, das wirkt auf die Liebesleben,
besonders wenn das um die Intimität geht oder du setzt deine Kraft ein oder suchst deine inneren Kraft und kann auch Terminen bedeuten mit Ämtern, Gespräche mit einer männlichen Person. Bei diesen Ämtern wie Finanzamt oder Banken. Juni 2020. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das kann Kontakt sein mit einer männlichen Person auf einer Reise oder im Ausland oder dass dieser Mann von Ausland kommt, also Auslandsverbindungen. Merkur ist in Zwillingen. Das bedeutet, du hast mehrere Gespräche oder anderen hören zu, was du sagst. Merkur vielleicht auch eine jugendliche Aussehen und so bist du auch wahrgenommen. Sonne und Venus ist im Stier. Rückzug, Nachdenklichkeit und das kann auch bedeuten, dass du Geheimnisse erfährst oder hast du geheime Feinde. Und Jupiter ist im Steinbock. Das heißt, Jupiter verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock, aber bleibt nicht lange hier, weil wird dann rückläufig und dann kehrt wieder in die Schütze zurück. Also bewegt sich hier im Grenzbereich. Juli 2020. Mars übergeht in Fischen und das bedeutet, du setzt deine Kraft ein, dass du endlich wahrgenommen bist, dass du Respekt bekommst oder möchtest du beruflich was verändern. Möglich ist auch, dass hier eine männliche Person einen Einfluss hat im beruflichen Umfeld oder kennenlernst in die Öffentlichkeit. Sonne und Merkur ist in Zwillingen. Merkur ist rückläufig, hier in Zwillingen, Gesprächen, Kontakte mit dieser Sonnenenergie strahlst was aus und es wird halt wahrgenommen. Es ist sehr erfreulich und Venus ist hier im Stier und das bedeutet, Geheimnisse, was die Liebe betrifft oder eine Frau erzählt ihre Geheimnisse oder eine geheime Feinde. Liebe Amiria, so könnte ich Jahr 2019, Anfang 2020 beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.